Hallo ihr Lieben, ich habe gerade ein Päckchen bekommen. Und zwar ist das Päckchen von Natura Kosmetika.de. Ich habe mich riesig gefreut, weil ihr wisst, ich habe ja mir eine Erdbeercremeseife bestellt. Und von dieser Cremeseife war ich super, super, super begeistert. Und da habe ich mir halt noch einige Sachen bestellt. Zum einen sind es nochmal Seifen. Das ist einmal hier die Kirschvanille-Luferseife. Die sieht super schön aus. Die könnt ihr jetzt leider nicht so erkennen. Aber ich werde Bilder in meinem Blog posten und hier anschließend, wenn noch Zeit ist, Bilder in das Video reinfügen. Also, das ist einmal hier Kirschvanille. Und dann ist in der Seife ein Luferschwamm. Der soll peelend wirken. Und ja. Soll halt die Hautschüppchen von der Haut entfernen. Und ich werde die ganzen Sachen testen und werde euch erzählen, wie die so sind. Und ja, Kirsch-Vanille-Luferseife. Dann einmal Erdbeer-Luferseife. Da seht ihr den Schwamm. Das ist hier das Weiße. Der ist in der Seife mit reingefasst. Ist echt Wahnsinn, wie die das machen. Und das ist alles Naturkosmetik. Also super. Ich bin total begeistert. Dann eine Chefseife. Die heißt so. Die ist mit Weintraubenkernöl. Ja, soll halt viel, viel Feuchtigkeit abgeben. Und die ist für den Mann geeignet, weil die so einen männlichen Duft hat. Und die werde ich und mein Mann testen. Und dann werde ich euch sagen, wie die ist. Aber die sieht super toll aus, oder? Dann, die fand ich auch ganz klasse, Kokos-Vanille-Seife. Da seht ihr hier unten, da sind Kokos, wie heißt es, Raspeln, genau, Kokosraspeln hier mit unten eingegossen. Das sieht richtig toll aus. Hier. Dann habe ich mir noch einen süßen Seifenbonbon bestellt in Melone. Da habe ich noch einen Seifenbonbon in Karamell und der ist super, super toll. Den verwende ich super gerne und die geben wahnsinnig viel Feuchtigkeit der Haut zurück. Ist echt klasse. Dann habe ich mir noch eine natürliche Olivenölseife, Kokosnuss und Mandel bestellt. Das ist hier in so einem Pappe-Ding. Und die riecht super, die riecht echt toll. Oh. So sieht die aus. Und da sind wirklich nur Inhaltsstoffe enthalten. Ich lese sie euch mal vor. Olivenöl, Mandelöl, Kokosöl, Palmöl, Kräuterwasser, natürliches Quellwasser. Super. Und zwar, die kann man halt hier so aufmachen und dann kommt hier die Seife raus. Das ist so ein Block.
Und ich habe euch vorgelesen, was da drin enthalten ist. Alles natürliche Sachen. Dann noch eine natürliche Olivenölseife Peeling. Und zwar seht ihr, hier sind so Peeling-Körnchen. Die fühlt sich auch jetzt schon ganz, ganz weich an. Also die hinterlässt so einen ganz, ganz weichen Film. Da drin enthalten ist Mohnöl, Mohnblütenblätter, Zitronenöl, Orangenöl, Olivenöl, Mandelöl, Kokosöl, Palmöl, ja, natürliches Quellwasser. Dann habe ich mir noch zum Baden eine, da muss ich gerade mal lesen, eine Schlafmaus-Badekugel bestellt. Da ist Weintraubenkernöl, Mittelmeersalz, ätherisches Lavendelöl. Und die riecht schon total lecker nach Lavendel. Und das heißt ja, dass man vorm Baden gehen, dass man dann ein Lavendelbad nehmen kann und man dann super, super einschläft. So sieht die Kugel aus. Und die riecht echt toll. Boah, heftig. Ich bin super begeistert. Und ich freue mich so arg. Dann habe ich mir noch eine Massagebutter bestellt. Das ist eine Kokosmassagebutter. So sieht es aus. Ich habe es dann mal aufgemacht. Und es riecht traumhaft. Leute, das ist so ein toller Duft. Das riecht nach Kokos und Vanille. So sieht es aus. Und es ist hart. Also das soll sich dann mit Körpertemperatur soll sich das nicht verflüssigen, aber weich machen, sodass man dann sich damit eincremen kann. Aber ich muss nochmal genau lesen. Und ich werde euch natürlich selbstverständlich von diesen ganzen Produkten erzählen, wie sie so sind und was ich empfehlen kann. Aber ich bin jetzt schon total begeistert. Ach, ich musste eben riechen, weil ich da was vom Finger hatte, von der Massagebutter. Ich werde euch auf jeden Fall ein Review geben. Es wird ein bisschen dauern, weil ich kann ja nicht 10-mal am Tag duschen gehen oder baden gehen. Deshalb lasst mir etwas Zeit. Ich werde euch auf jeden Fall ein Review von diesen ganz tollen Produkten geben. Jetzt kommen noch ein paar Bilder von diesen ganzen Produkten. Da könnt ihr es nochmal besser sehen. Und wir sehen uns, ihr Lieben. Bis später. Tschüss.